Provinz Bethlehem, in der Stadt Bejala, liegt das Betelika wie eine kleine grüne Oase in einer Wüste von Häusern und Straßen. Es ist ein einzigartiger Ort voller Leben und Lachen. Hier kann man reden, spielen und neue Perspektiven für sein Leben gewinnen. Hier kann man zur Ruhe kommen und auftanken. Hier kann man Menschen treffen und Gott begegnen. Schon die Kleinsten finden bei uns ein zweites Zuhause. Rund 70 Kinder betreuen wir in unserem Kinderhort. In dieser schönen Atmosphäre fühlen die Kinder sich sehr wohl und bauen enge Beziehungen zu ihren Erzieherinnen auf. Als wir 1992 unseren Dienst in diesem Land begannen, war uns sehr schnell klar, dass Kinder ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein werden. Schließlich sind etwa 60% der palästinensischen Bevölkerung unter 16 Jahre alt. Die Kinder sind hier durch die politischen Probleme und Unruhen der letzten Jahre einfach zu kurz gekommen. Es war uns wichtig, dass diese Kinder nicht in einer Atmosphäre von Hass und Gewalt aufwachsen, sondern ihre Kindheit genießen. Wir wollten etwas in unserer Gesellschaft verändern. Deshalb begannen wir bei den Allerkleinsten. Kinder sind einfach offen und unvoreingenommen. Nicht umsonst sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wir säen die Liebe Jesu in die Herzen dieser Kleinen und wir sind uns sicher, dass Gott den guten Samen aufgehen lässt und etwas Großes daraus macht. احنا بلشنا دورة من شهر 8 السنة الماضية تقريبا لنا 10 شهور ناخذ فيها دورة عن التربية نفسها احنا شخصيا كثير استفدنا منها لانه تعلمنا نعمل اهداف مع الاولاد تعلمنا كثير انشطة نعملها مع الاولاد كمان مع انه احنا انا لي تقريبا 8 سنين في بيت اللقاء بس كل واحد كل ما بتعلم بعطي اكثر. Wenn die Kinder ins Schulalter kommen und das Betelika verlassen, fällt ihnen der Abschied oft sehr schwer. Viele kommen aber weiterhin in unser Zentrum, zum Beispiel zu den wöchentlichen Kinderstunden und zu den Camps in den Sommerferien. حالنا أكثر قد ما بنحب أصحابنا.
Ein ganz großer Moment war die Aufführung eines Paulus-Musicals. Monatelang hatten wir die deutschen Texte übersetzt und in den 3 Wochen des Camps mit den Kindern eingeübt. Und dann kam der große Augenblick. Das war etwas absolut Neues. Es gibt keine arabischen Musicals. Die Leute hörten begeistert und aufmerksam zu. Die Kinder machten ihre Sache einfach super und die Botschaft des Musicals war so klar und so ansprechend. Das Lied sagt, Glaube, Hoffnung, Liebe zählten damals, zählen heut. Aber das Größte ist die Liebe, die sich nur am Guten freut. Wir sind uns sicher, dass die Kinder des Camps diese Lieder niemals vergessen werden. Der gute Same geht auf und wächst. Das sehen wir auch bei den Teenagern und den Jugendlichen. Viele kommen schon seit dem Babyalter ins Betelikar. Wir dürfen sie auf ihrem Weg ins Leben begleiten. Im Kinderhort, in der Kinderstunde, dann im Teenagerkreis und heute als Jugendliche oder junge Erwachsene. Einige haben inzwischen ihr Leben Jesus anvertraut und wachsen im Glauben. احنا شبيبي بتكون كل يوم جمعة وهي هلا احنا مسويين مخيم صار مخيم مدته 3 أيام برضو نشاط حلو وبيسووا كمان أنشطة مخيمات كنا من زمان نشترك فيها بحس هذا المحل مميز لأنه بحسه بقربني من الله أكتر بحكي عن المسيحيين لي 6 سنين برجع بيت اللقاء وتقوت علاقتي مع ربنا لأنه أنا من قبل يعني ما كنت بعيدة عن ربنا لولا الشبيبة يعني كان أنا هلا ضايعة يعني أنا كتير تقوت علاقتي مع ربنا من بعد الشبيبة Als wir vor einiger Zeit einen Frauenkreis begannen, hatten die meisten Teilnehmerinnen kaum Ahnung von der Bibel. Aber sie waren offen. Sie wollten lernen, was Christsein bedeutet, denn sie waren sehr stolz auf ihre christliche Herkunft. Inzwischen haben schon viele von ihnen Jesus persönlich kennengelernt und richten ihr Leben nach seinem Wort aus. Es ist unser Gebet, dass ganze Familien zu ihm gezogen werden und als wahre Christen in diesem Land leben.
Das Betelica wird von einem einheimischen Vorstand geleitet. Und als Werk gehören wir zu der Allianz evangelikaler Gemeinden im Heiligen Land. Wir möchten ein Zuhause für alle Gemeinden sein und so die Einheit der Gläubigen unterstützen und fördern. Einmal im Monat treffen sich Mitglieder dieser Allianz zu einem sogenannten Pastorenfrühstück in unserem Haus. Es gibt Lobpreisabende im Betelica, Konzerte, Schulungen und Konferenzen. Seit 1999 ist Johnny der nationale Leiter von Weihnachten im Schuhkarton. Wir verteilen regelmäßig Tausende von Geschenken an Kinder im ganzen Land. Manchmal gehen wir in die Schulen, manchmal kommen die Schulklassen in unser Zentrum. So haben wir die großartige Möglichkeit, auch Kindern von nichtchristlichem Hintergrund von dem berühmten Kind zu erzählen, das vor 2000 Jahren hier bei uns in Bethlehem geboren ist. Wir sind als Betelica beim palästinensischen Sozialministerium als gemeinnütziger Verein registriert und beim Schulministerium als Privatschule. So haben wir ein breites Fundament und dadurch sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile haben wir 17 einheimische Mitarbeiter. Doch es gibt so viele offene Türen. Wir brauchen unbedingt noch mehr Leute, besonders für die Kinder- und Jugendarbeit. In Kürze wird hier ein Innenspielplatz entstehen. Die sogenannte Friedensarche wird ein Treffpunkt für Familien, der nicht wetterabhängig ist und uns ganz jährlich wunderbare Möglichkeiten bietet. In diese Geschichte Gottes mit der Menschheit hier in diesem Land. Die Vision geht weiter. Das Betelica wächst. Gäste aus aller Welt besuchen uns, um zu sehen und zu hören, was Gott hier in seinem Land durch unsere Arbeit tut. Inzwischen haben wir sogar ein kleines Gästehaus. Und schon bald wird es noch mehr Zimmer geben. Dann können wir auch Gruppen aus dem In- und Ausland bei uns aufnehmen. Das Betelica wächst mehr und mehr zu einem internationalen Begegnungszentrum. Of course, is it the best place for Germans and for Dutch people to come here in Betelica? It's safe. The people are very nice and often they said it's dangerous, but it's absolutely not dangerous. People are very nice. Herrlich, dieser Feigenbaum. Erinnerst du dich noch, als wir das erste Mal auf dieses Grundstück kamen? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich war sofort in diesen Baum verliebt. Ja, ich auch. Ich habe gesagt, das ist genau das richtige Grundstück, das wir für unser neues Zentrum kaufen müssen, mit diesem wunderbaren Feigenbaum darauf. Selbst in der größten Hitze kann man hier sitzen und sich wohlfühlen. Diese großen Blätter, die geben einfach tollen Schatten. Und das ist eine so schöne Atmosphäre hier. Hier zu sein. Und das ist genau das, was wir sein wollen. Wir wollen einen Platz, einen Ort, wo die Menschen sich wohlfühlen bauen, dass sie hier gerne kommen und mit uns diese schöne Oase genießen dürfen. Genau. Und ich möchte hier in unserer Arbeit so viele Früchte sehen wie auf diesem Baum. Und nicht nur Früchte, die einen kleinen Augenblick andauern, die man ein Weilchen genießen kann, sondern echt Früchte für die Ewigkeit. In diesem Jahr hat der Feigenbaum sogar so viele Früchte getragen, dass wir ihn stützen mussten. Dieser dicke Ast wäre beinahe zusammengebrochen. Ja, und wir brauchen auch eure Unterstützung. Die Arbeit können wir selber nicht alleine tragen. Wir brauchen euer Gebet. Wir brauchen eure finanzielle Unterstützung, dass mehrere Menschen Gott begegnen und dass sie zu lebendigem Glauben an Jesus Christus kommen können.